Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ableton Live 9 Quick Tipps. Dieses Mal habe ich einen kleinen Tipp für euch für Drum Racks. Und zwar könnt ihr euch Zeit sparen, dass ihr zum Beispiel dieses extra Ausklappen nicht extra machen müsst. Und zwar, wenn ihr jetzt mit Effekten arbeiten wollt, könnt ihr zum Beispiel einfach einen Audioeffekt auswählen. Sagen wir mal hier Reverb, Drums Room. Und das der Snare hinzufügen. Wenn ich es auswähle, seht ihr, dass das eingefügt worden ist. Korrekt. Und genauso könnte ich auch sagen, zum Beispiel, ich möchte jetzt vielleicht noch ein Filter-Delay auf der Hi-Hat hier. Dann stelle ich fest, dass ich es gar nicht hier ausgewählt habe, sondern ich habe hier die geschlossene Hi-Hat. Also nehme ich das und werfe das stattdessen hier drauf. Und schon habe ich das jetzt dem hinzugefügt. Ja, ich hoffe, ihr fandet den Tipp hilfreich und ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.